Es attackiert einfach Dr. Tracy. Es hat sie einfach wirklich getötet. Wusstest du, dass man Riesenschafe züchten kann? Mein Name ist Dr. Tracy Hyde und ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Seit Jahrzehnten experimentiere ich nun an diesen wundersamen Wesen. Aber das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ein Leben mit riesigen Zwergschafen. Ob das gut ausgeht? Heute wagen wir uns an ein ganz besonderes Experiment mit diesen unglaublich zuckersüßen, riesigen Zwergschafen. Oh, wie niedlich! Wuschel und Wölkchen sind hier am Kuscheln. Wenn sie nicht so riesig wären, würde das möglicherweise wirklich niedlich aussehen. Und natürlich sieht das Scheren auch ein wenig merkwürdig aus. Weiße Wolle. Walter der Weiße wäre ein guter Name für einen Lama, findest du nicht? Ich verstehe den Joke nicht. 2000 years later. Wegen Walter White von Breaking Bad. Das ist ein eindeutiger Beweis, dass man Witze nicht einfach übersetzen sollte. Hätten sie sich nicht auch einen deutschen Witz überlegen können? Rote Wolle, wollt ihr das Lama in Flammen sehen? Eigentlich nicht, das klingt echt grausam. Schwarze Wolle. Das ist keine Phase, Mama. Orange Wolle. Gewonnen von einem Vitamin C-reichen Lama? Wieso sollte Vitamin C irgendwie in Orange machen? Wäre das nicht eher Carotin? Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir mit der Wolle machen können. Wir werden einfach mal etwas sticken. Noch hilft uns die Wolle tatsächlich gar nicht so viel, aber Tracy kann eben auch nicht sticken. Warum man für einen Regenbogenring nur Rot und Blau braucht, verstehe ich halt irgendwie nicht. Igitt, sie hat einfach eine Spinne über ihrem Bett. Aber immerhin experimentiert Dr. Tracy mit Tieren. Also ich glaube, Spinnen sind da kein Problem für sie. Und jetzt ist sie weg. Oh mein Gott, das ist immer der schlimmste Moment, wenn man eine Spinne sieht und weiß, dass sie da ist und auf einmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. In dem Regenbogen ist doch Gelb und Orange eindeutig auch drinnen. Die Farben kann sie ja nicht einfach herzaubern. Was soll das? Und jetzt arbeitet sie an ihrem Kunstwerk weiter, während sie auf der Toilette sitzt. Sims sind so merkwürdige Wesen. Und hier haben wir das Kunstwerk. Können wir das irgendwie aufhängen? Nein. Was macht man denn dann damit? Ach, das ist zum Hinstellen. Süß, unser kleiner Regenbogen. Ein neuer Tag hier mit unseren Riesenschafen ist angebrochen. Tracy wird sich mal schnell um alle kümmern. Und dann möchte ich ein neues Experiment starten, denn man kann mit seinen Schafen auch Jobs für die Gemeinschaft erledigen. Dafür müssen wir unsere Schafe im Inventar platzieren. Ich weiß, sehr realistisch, dass sie all diese Tiere einfach einstecken kann. Und mit den Schafen im Gepäck reisen wir jetzt hier zur Bar. Aber bevor die Arbeit startet, hat Tracy sich dazu entschieden, hier noch ihr Lieblingsgetränk zu bestellen. Hat er gerade unser Getränk geklaut? Amber Groove. Du kannst nicht einfach unser Getränk klauen. Das klauen wir uns zurück. Tracy, go. Vergiss nicht, dass sich im Inventar deines Sims ein Tier befindet, es langsam unglücklich wird. Lass es frei. Ich habe euch nicht vergessen, Wölkchen, Lala, Sunny und Wuschel. Ihr kommt bald wieder frei, versprochen. Wir müssen vorher nur noch ein bisschen mit diesem Amber streiten, weil er uns einfach unser Getränk geklaut hat. Dafür werden wir dich jetzt beleidigen. 10 seconds later. Das ist jetzt schnell eskaliert. Sie hat das süße, verführerische Gefühl verspürt, gemein zu sein. Soll sie zulassen, dass dies ein Teil ihrer Persönlichkeit wird? Na klar, Tracy ist jetzt gemein. Und jetzt fühlt sie sich benommen, weil er sie vermöbelt hat. Ein ordentlicher Reinfall kann einen Sim ein wenig benommen machen. Arme Tracy. Aber jetzt müssen wir arbeiten. Wo ist dieses Gemeinschaftsboard? Und wer bist denn du? Barbie? Barbie, ich kann mich nicht erinnern, dass du so aussiehst. Wo ist denn dieses Gemeinschaftsboard? Das muss doch hier irgendwo sein. Und wieso ist es hier eigentlich so nebelig? Hier! Hier ist das Board und hier gibt es kommunale Aufträge. Echt jetzt? Die Übersetzung von Community Jobs ist kommunale Aufträge? Wer benutzt bitte das Wort kommunal? Hier kann man auf jeden Fall jede Menge tolle Dinge. Und natürlich machen wir das.
Es dauert circa 4 Stunden. Wir bekommen zwischen 95 und 210 Simoleons. Je mehr Zwergschafe wir haben, desto höher ist die Bezahlung. Und bis zu 9 Zwergschafe können teilnehmen. Dann let's go! Tracy hat einen Zwergschaf zu vermieten Job begonnen. Und jetzt ist sie auch schon in ein Rabbit Hole verschwunden. Ein Rabbit Hole bedeutet übrigens, dass dein Sim einfach verschwindet, etwas erledigt und du nichts davon mitbekommst. Ich hatte jetzt schon öfter Nachrichten bekommen, dass Leute nicht wissen, was das ist, deshalb die kurze Erklärung. Übrigens könnt ihr Fragen auch immer gern kommentieren. Wenn du nämlich eine Frage hast, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass auch ein anderer dieselbe Frage hat und sich aber vielleicht nicht traut, diese zu stellen. Und gefühlt 1000 Stunden später ist Tracy wieder da. Sie ist glücklich und sie hat den Job abgeschlossen, verdienst 115 Simoleons. Kommt raus, liebe Schafe, ihr dürft wieder raus in die Welt. Yay! Jetzt sind sie auf einmal wieder klein, als ob. Dafür kann ich euch jetzt zeigen, wie ich sie überhaupt groß gemacht habe. Dafür geht ihr einfach in den Baumodus, klickt auf das jeweilige Schaf und dann klickt ihr Steuerung und die Taste rechts neben dem scharfen S mit den Strichen, also mit dem ihr eben ganz normal Objekte in Sims größer machen könnt. Und vergesst nicht, so wie ich, davor BB Move Objects zu aktivieren, damit ihr es dann auch überall platzieren könnt. Und so wurden unsere Zwergschafe wieder riesig. Und nun bringen wir die Challenge auf ein nächstes Level. Wir werden zu unserer Sunny jetzt gemein sein. Und zwar so gemein wie möglich. Bei anderen Tieren, zumindest bei Hühnern und ich glaube auch bei Hasen, gibt es nämlich die Möglichkeit, wenn sie einen so richtig hassen, dass sie einen Sim auch töten können. Und jetzt möchte ich natürlich schauen, ob das die Zwergschafe auch können. Dr. Tracy ist jetzt schon seit Stunden gemein zur armen Sunny und die beiden hassen sich auch schon richtig. Also befürchte ich leider, Zwergschafe können keine Sims töten. Aber mir ist gerade was eingefallen. Hühner kann man doch auch im Baumodus hochheben. Hier ist unsere braune Henne. Wir nennen sie Federvieh. Okay, das ist kein sonderlich netter Name. Aber wir planen ja auch nicht nett zu ihr zu sein. Oh mein Gott, es klappt! Wir haben einen Riesenhuhn! Okay, das ist vielleicht zu groß. So ist es perfekt, da kann es mit unseren Schafen eindeutig mithalten. Und jetzt werden wir uns damit streiten, denn natürlich möchte ich herausfinden, wie tödlich ein Riesenhuhn ist. Und sie streiten immer weiter und im Hintergrund läuft ein Einhorn vorbei. Hey, das ist doch auch Barbie, oder? Es kommt einfach zu uns. Und jetzt ist es weg. Möglicherweise ist es doch ein Einhorn und kein Pferd. Das war ja fast Magie. Und es reicht dem Huhn. Es attackiert einfach Dr. Tracy. Tracy hat einen Huhn so sehr geärgert, dass es wie ein Velociraptor auf sie losgegangen ist. Es hat sie einfach wirklich getötet. Und Sunny steht neben ihr und ist traurig. Ja, liebe Sunny, Tracy ist leider tot. So endet unser Experiment. Was haben wir daraus gelernt? Das Leben mit riesigen Schafen ist schön, aber mit riesigen Hühnern ist es gefährlich. Wusstest du, dass man Riesenschafe...